Mein Name ist Kuyuji Mayama. Ich bin ein Oberschüler. Bis auf die Tatsache, dass ich blutarm bin, bin ich ein ganz normaler Typ. Oder ich war es bis vor kurzem. Kyoji, was ist los? Du hast einen Blackout. Das ist Yuzuki Shirose. Sie ist ein Jahr älter und gehört zum Gesundheitsausschuss. Sie ist eine Musterschülerin und der Grund, warum sich mein Leben komplett verändert hat. Fühlst du dich krank oder so? Ihre Hand berührt mein Gesicht. Mir geht es gut, danke. Oh, das ist dir peinlich. Ich wollte nur deine Temperatur messen, weißt du? Du bist so unreif, im Gegensatz zu mir. Was meinst du damit? Weil ich erwachsener bin. Ich schäme mich nicht für solche Kleinigkeiten. Ich kann so viele Dinge tun, die du dir nicht einmal vorstellen kannst. Zum Beispiel, mal sehen. Wir können unsere Stirne aneinanderlegen, zusammen. Sie versuchte so zu tun, als ob es ihr gut ginge, aber das hielt nur eine Sekunde lang. Ich konnte sehen, wie ihre Wangen schnell rot wurden. Sie stürzte rückwärts und fiel auf ihren Hintern. Ihr Gesicht war rot wie eine Tomate. Dieses Mädchen gibt vor, eine reife Musterschülerin zu sein und hat die ganze Schule getäuscht. Aber in Wahrheit hat sie noch nie einen Jungen nur angefasst. Sie brennt jedes Mal durch, wenn sie bei mir etwas versucht. Es gab diesen einen Vorfall, bei dem ich zufällig herausfand, wie sie wirklich ist. Seitdem nervt sie mich und will mir offenbar beweisen, dass sie ja total erwachsen ist. Sie versucht, sich mir zu nähern und dann wird sie rot und flippt aus, so wie sie es jetzt tut. Warum hörst du nicht einfach auf, wenn es dir so peinlich ist? Es ist mir nicht peinlich, denn ich bin erwachsen. Das macht mir gar nichts aus. Sie gibt nie auf und versucht erneut, ihr Gesicht näher an meins zu bringen. Das ist unmöglich. Ich schätze, dieses Mal lasse ich dich noch glimpflich davonkommen. Sie rannte davon, immer noch rot bis zum Scheitel. Ich wusste es nicht, aber Yuzuki würde danach einfach nach Hause gehen und den Rest des Tages damit verbringen, darüber nachzudenken. Sollte es nicht sein. Ich sollte sein Herz zum Schlagen bringen, indem ich ihn in Verlegenheit bringe. Ich habe Kyoji schon in der Grundschule kennengelernt. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn mag. Aber er hat mich zurückgewiesen. Und jetzt weiß er nicht einmal mehr, dass es mich je gab. Das werde ich ihm nicht durchgehen lassen. Ich werde mich rächen. Er wird sich in mich verlieben. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber mein Herz ist das Einzige, das schnell schlägt. Was ist los mit ihm? Bedeute ich ihm denn gar nichts? Mein Körper war so nah an seinem. Warum ist er nicht ausgeflippt? Bin ich die Einzige, die etwas fühlt? Aber ich habe sein Gesicht schon lange nicht mehr aus der Nähe gesehen. Er sieht so anders aus, als er als Kind war. Er ist so gut aussehend. Er ist so verträumt. Nein, das hast du nicht gesagt, Yuzuki. So kannst du nicht sein. So wirst du nie die Kontrolle übernehmen können. Ich muss aufstehen und die Führung übernehmen. Okay, es wird Zeit, dass ich meinen Plan durchziehe. Ich hatte keine Ahnung, dass Yuzuki solche Gedanken im Kopf hatte. Am nächsten Tag rief sie mich in das Büro der Krankenschwester. Kyoji, hast du diesen Sonntag Zeit? Hast du Lust, ins Kino zu gehen oder so? Nur du und ich allein? Warte. Will sie sich mit mir verabreden? Nur wir beide? Was ist los? Du siehst überrascht aus. Bist du schüchtern, weil wir ganz allein sein werden? Nein, das ist es nicht. Ist schon okay, Kyoji. Ein Mädchen und ein Junge gehen am Wochenende aus, um Spaß zu haben. Das ist fast wie ein... Oh, sie hat aufgehört, sich zu bewegen. Ah, hier kommt es wieder, das rote Gesicht. Date, du weißt schon. Natürlich, weil ich erwachsen bin. Selbst wenn wir ein Date haben, wird es mich in keinster Weise beeinflussen. Wie kann sie nicht wissen, wie rot ihr Gesicht ist? Nur um klarzustellen, ich habe der Idee noch nicht zugestimmt, weißt du? Was? Du kommst nicht mit? Warum? Du willst dich nicht mit mir amüsieren? Sie sah plötzlich so aus, als würde sie gleich weinen. Bitte sieh mich nicht so an. Nein, es ist nicht so, dass ich nicht gehen will. Ich schätze, ich habe diesen Sonntag keine Pläne, also... Wirklich? Versprich mir, dass du kommen wirst. Ich werde es dir nie verzeihen, wenn du nicht kommst. Sie wurde sofort munter und lächelte. Sie sah so aufgeregt aus, dass sie umherwirbelte wie ein Kind.
Wenn ich sie so aufgeregt sehe, werde ich auch noch rot. Also, ist es nun ein Date oder nicht? Was? Du kannst... Ich überlasse es deiner Fantasie. Sie war so verlegen, dass sie danach kein Wort mehr sagte. So verabschiedeten wir uns und gingen nach Hause. Wieder hatte ich keine Ahnung, wie aufgeregt sie war, als sie nach Hause kam. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Juhu! Ich habe ein Date mit Kyoji! Was soll ich anziehen? Ich bin so aufgeregt! Warte, nein! Hör auf, Yuzuki! Du solltest nicht für Freude herumtanzen. Das ist ein ernster Kampf. Du wirst Kyoji mit deinem erwachsenen Charme dazu bringen, sich in dich zu verlieben. Und er wird Hals über Kopf in dich verliebt sein. Und dann... Ich wusste gar nicht, dass du so reif und attraktiv bist. Mein Herz gehört dir, Yuzuki. Ich werde dich nie mehr loslassen. Sei meine Freundin. Oh nein, Kyoji, du böser Junge. Ich kann nicht glauben, dass du so offen mit deinen Gefühlen umgehst. Aber ich bin eine erwachsene Frau. Ich bin bereit, dein Angebot anzunehmen und deine Frau zu werden, wenn du mich so sehr willst. Aber alles, was ich habe, ist... Ich brauche neue Kleidung. Okay, ich muss einkaufen gehen. Ich denke, ich kann auch noch ein bisschen recherchieren. Das wird mein Plan für morgen sein. Und die Tage vergingen schnell. Der Tag des Dates. Ich frage mich, wo sie ist. Ich bin mir sicher, dass wir uns hier treffen sollten. Ich schaue mich mal um. Oh mein Gott, sie ist so hübsch. Meinst du, sie ist ein Model? Vielleicht ist sie eine Schauspielerin. Was ist denn hier los? Ist ein Prominenter in der Nähe oder so? Warte, das ist Yuzuki. Ich habe sie noch nie ohne ihre Uniform gesehen. Sie sieht so anders aus. So erwachsen. Jetzt weiß ich, worüber sich alle aufgeregt haben. Ich konnte mich nicht dazu bringen, auf sie zuzugehen. Aber sie bemerkte mich und stand auf. Ich machte mich bereit und ging auf sie zu. Kyoji, du bist ziemlich früh dran. Es ist noch viel Zeit bis zu unserem Treffen. Das gilt auch für dich? Nun ja, ich bin eine Erwachsene. Verantwortungsbewusste Erwachsene kommen früh. Es liegt wahrscheinlich an den Klamotten, die sie trägt. Sieht so erwachsen aus. Sie sieht ganz anders aus als die Yuzuki, die immer rot wird und alles vermasselt. Sie ist so anders, das macht mich nervös. Okay, warum gehen wir dann nicht rüber ins Kino? Sagte sie, als sie aufstand. Aber irgendetwas stimmt nicht. Yuzuki, du bist so viel größer. Und du... zitterst? Wovon redest du? Wow, sieh ihre High Heels an. Die müssen so schwer zu laufen sein. Wie viele Zentimeter sind das? Wie kann sie damit stehen? Warte, sie macht sich nicht so gut darin. Sie zittert wie verrückt und sie ist noch nicht einmal gelaufen. Wenn sie anfängt zu laufen, wird sie sicher umfallen. Yuzuki, ist es nicht schwierig, in diesen Absätzen zu laufen? Willst du ein anderes Paar Schuhe kaufen, bevor wir ins Kino gehen? Was redest du da? Ich bin eine Erwachsene. Eine erwachsene Frau sollte solche Schuhe tragen können. Ich fühle mich darin total wohl. Pass doch auf! Ich bin zu ihr gesprungen, um sicherzugehen, dass sie nicht umkippt. Oh mein Gott, ihr Gesicht ist so nah. Wir werden beide knallrot. Ich bin froh, dass du nicht verletzt wurdest. Aber ich denke immer noch, dass sie zu ungemütlich sind, um darin zu laufen. Das ist nicht wahr, denn ich bin erwachsen. Sie sollte aufhören anzugeben. Sie hört auf kein Wort, das ich sage. So stur ist sie. Aber ich kann nicht einfach zusehen, wie sie sich selbst verletzt. Das Einzige, was ich tun kann, ist... Kyoji? Warum hältst du meine Hand fest? Mach einfach mit. Lass uns zum Kino gehen. Der Film fängt gleich an. Solange wir uns an den Händen halten, kann ich sie hochziehen, wenn sie wieder hinfällt. Das ist der einzige Grund, warum ich mit ihr Händchen halte. Aber es macht mich nervös. Ich war so damit beschäftigt, mich zu beruhigen, dass ich gar nicht auf die Idee kam, Yuzukis Gesicht zu sehen. So hatte ich keine Ahnung, was in ihrem Kopf vor sich ging. Hand! Seine Hand! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich halte tatsächlich die Hand von Kyoji! Seine Hände sind so warm! Und sie sind groß! In seinen Händen fühle ich mich so sicher! Mein Herz muss aufhören, so heftig zu schlagen! Nein, das ist falsch!
Ich bin diejenige, die die Initiative ergreifen sollte. Ich sollte ihn anführen. Ich hatte einen Plan, all diese Dinge zu tun, um sein Herz für mich schlagen zu lassen. Ich schaffe das nicht. Das ist zu viel für mich. Was soll ich tun? Unser Platz ist gleich hier drüben. Die Lichter gingen aus, sobald wir uns setzten. Ich war froh, dass wir es irgendwie pünktlich geschafft hatten. Aber ich war nicht darüber informiert, welchen Film wir uns ansahen. Es war eine Liebesgeschichte und er hatte eine ziemlich intime Liebesszene. Das ist kein Film, den man nur mit einem Freund anschaut. Warum hat sie diesen Film ausgewählt? Yuzuki? Warum legst du deinen Kopf auf meine Schulter? Warte, schläft sie? Yuzuki, hey! Yuzuki, wach auf! Ich versuchte sie zu wecken, aber ich konnte nicht laut sprechen, weil der Film noch lief. Und dann... Ich kann Kiyoshi riechen. Sie reibt ihre Wange an meine Schulter? Oh nein, sie wird nicht aufwachen, sie ist total eingeschlafen. Warte, wird sie dort bleiben, bis der Film zu Ende ist? Kiyoshi... Yuzuki schlief bis zum Ende des Films. Ich konnte mich offensichtlich überhaupt nicht auf den Film konzentrieren, weil Yuzukis Kopf die ganze Zeit auf meine Schulter lag. Es tut mir so leid. Ich bin diejenige, die den Film sehen wollte. Ich hätte nicht einschlafen dürfen. Hey, mach dir wirklich keine Sorgen. Wie wär's, wenn ich dich zur Wiedergutmachung zum Essen einlade? Ich bin ein Erwachsener. Ich kann nicht einfach Fehler machen und keine Verantwortung dafür übernehmen. Sie trat auf die Straße, um zu gehen. Aber dann... Yuzuki! Sie verlor wegen ihrer wahnsinnig hohen Absätze das Gleichgewicht. Oh Gott, ich habe gehört, wie ihre Knöchel gebrochen sind. Da bin ich mir sicher. Hey, geht es dir gut? Tut dein Knöchel weh? Tut mir leid, ich habe versucht, dich aufzufangen, aber es ging so schnell. Mach dir nichts draus. Entschuldige dich nicht. Es ist wirklich nicht deine Schuld. Es ist meine Schuld, dass ich so ein Tollpatsch bin. Ich bin ein Tollpatsch. Ah. So sollte es nicht sein. Hey, nicht weinen. Es ist okay. Ich weine nicht. Ich bin eine Erwachsene. Ich weine nicht wegen solcher dummen Dinge. Okay, ich verstehe. Okay? Wir waren mitten auf der Straße. Jeder konnte sie weinen sehen. Wir mussten weg. Ich konnte nicht zulassen, dass die Leute ihr Gesicht so sehen. Ich nahm ihre Hand und wir suchten uns einen ruhigeren Ort. Wir hatten Glück, dass es in der Nähe einen Park gab. Oh, sieh mal eine Bank. Lass uns hinsetzen und uns ein bisschen ausruhen. Okay, Kiyoshi, das alles tut mir wirklich leid. Ich habe es immer wieder vermasselt. Das muss anstrengend für dich gewesen sein. Hey, sag sowas nicht. Ich hatte wirklich viel Spaß. Hm? Es stimmt, Yuzuki ist eine Angeberin und sie ist auch ziemlich ungeschickt. Manchmal weiß ich nicht, was ich dagegen tun soll, aber es macht mir Spaß, mich um sie zu kümmern und auf sie aufzupassen. Alle denken, Yuzuki sei so erwachsen. Dabei bin ich der Einzige, der ihre kindliche Seite zu sehen bekommt. Zu sehen, wie sehr sie sich bemüht, obwohl sie so viele Fehler macht, ist viel besser, als ihr dabei zuzusehen, wie sie sich aufspielt und so erwachsen tut. Yuzuki, warum hast du auf einmal so hohe Absätze? Meine Schwester... hatte früher auch solche Schuhe. Sie sah aus wie eine Prinzessin. Ich sagte ihr, dass ich auch solche Schuhe haben wollte. Aber sie sagte, ich könne sie nicht tragen, weil ich ein Kind sei. Ich müsse warten, bis ich erwachsen sei. Ich habe immer davon geträumt, erwachsen zu werden und Stöckelschuhe zu tragen wie meine Schwester. Ich wollte mit dem Jungen, den ich mochte, zu einem Date gehen und hübsche Kleider und Accessoires tragen, wie eine Prinzessin. Oh... Der Grund, warum du heute diese Schuhe getragen hast, ist also... Nein, ich habe nicht heute gemeint. Mein Traum hat nichts mit heute zu tun. Du hast das ganz falsch verstanden. Okay, du kannst vergessen, was ich gesagt habe. Okay. Ja, ich sollte es vergessen. Als sie den Jungen erwähnte, den sie mag, dachte ich irgendwie, es ging um mich. Aber das Leben ist nicht so einfach. Sie hat auf gar keinen Fall Gefühle für mich. Okay, jetzt verstehe ich es. Ich weiß, warum du High Heels trägst, auch wenn du es nicht gewohnt bist. Ich bin so an sie gewöhnt. Ich bin erwachsen, okay? Normalerweise kann ich diese Absätze gut tragen. Na gut, dann belassen wir es dabei.
Also, was machen wir jetzt? Willst du nach Hause gehen? Nein! Ich habe dir noch nicht gezeigt, dass ich erwachsen bin. Meine Mission ist noch nicht erfüllt. Du gehst nicht nach Hause, bevor ich fertig bin. Ich verstehe, aber solltest du nicht deine Schuhe wechseln, bevor wir woanders hingehen? Nun, aber schau mal, sie sind so hübsch. Sie schmollte wie ein Kind und ließ den Kopf hängen. Als ich dieses Gesicht sah, wollte ich etwas für sie tun. Ich weiß, dass ich sie am besten überreden sollte, sie auszuziehen. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Wie wäre es damit? Du kannst dich an meinem Arm festhalten, während wir gehen, und so musst du nicht fallen, wie du es vorhin getan hast. Hä? Aber das bedeutet doch, dass wir uns beim Gehen in den Arm liegen, oder? Wir werden aussehen wie zwei Menschen in einer Beziehung. Ich dachte, du wärst erwachsen und hättest kein Problem damit, mit Männern die Arme zu verschränken und gemeinsam zu gehen. Ja, genau. Ich bin erwachsen. Mit dir die Arme zu verschränken, macht mir nichts aus. Yuzuki stand auf und schlang ihre Arme um meine. Ich muss sagen, ich weiß, dass ich es vorgeschlagen habe, aber das ist eigentlich ziemlich peinlich. Sie ist mir so nah. Unsere ganzen Körper berühren sich praktisch. Kyoshi, dein Gesicht ist knallrot. Das ist dir peinlich, nicht wahr? Du bist so ein Kind, Kyoshi. Sie versucht, sich über mich lustig zu machen, aber ich sehe, dass ihr Gesicht genauso rot ist wie meins. Ich kann ihren Herzschlag spüren, weil sie so nah ist bei mir. Es fühlt sich so an, als ob wir tatsächlich zusammen wären. Okay, dann lass uns gehen. Geht es dir gut? Aha. Ich war nervös und konnte Yuzuki nicht ins Gesicht sehen, als wir losgingen. Ich fragte mich, was die Leute von uns dachten, wie wir vor den anderen aussahen. Kyoji, danke, dass du es mit mir aushältst. Du bist ein fürsorglicher Mensch. Das hat mich noch mehr zu dir hingezogen. Du machst dich nur über mich lustig, oder? Aber ich werde dafür sorgen, dass ich heute zum letzten Mal solche Schuhe trage. Ich kann mich nicht ewig auf dich verlassen, weißt du? Ach, das macht mir nichts aus. Du kannst meinen Arm benutzen, wann immer du willst. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Hä? Du meinst, du gehst wieder auf ein Date mit mir? Nur wenn du willst. Natürlich will ich das. Ich würde es lieben. Du hast mir gerade den Tag versüßt. Warte, das hast du nicht gehört, okay? Ich habe gar nichts gesagt. Ich weiß. Ich habe sie laut und deutlich gehört. Aber ich habe mitgespielt, weil sie so verzweifelt schien. Vielleicht werde ich sie eines Tages fragen, was sie gemeint hat. Und hoffentlich wird sie mir antworten. Wenn dieser Tag jemals kommt, frage ich mich, wie unsere Beziehung aussehen wird. Vielleicht könnten wir uns aus verschiedenen Gründen in die Arme schließen. Wir könnten Freund und Freundin werden und uns einfach nur so in die Arme schließen. Wie auch immer, ich kann dich nicht einfach mit einem unerledigten Geschäft nach Hause gehen lassen. Heute war nicht meine beste Leistung, aber mein wahres Ich ist so viel besser, so viel mehr. Ich werde dafür sorgen, dass du dich bei unserem nächsten Date in mich verliebst. Sei besser darauf vorbereitet. Okay, okay. Wir wissen nie, was in der Zukunft passiert. Aber im Moment hoffe ich, dass ich noch viele solcher Tage mit Yuzuki verbringen kann. Das ist mein einziger Wunsch im Moment.